Hallo allerseits. Herzlich willkommen zu einem Gespräch, auf das ich mich besonders gefreut habe, nämlich ein Gespräch mit einem Patientenvertreter. Ich begrüße sehr, sehr herzlich in Frankfurt Herrn Dr. Ottmar Pfaff. Er ist erster Vorsitzender der Leukämiehilfe Rhein-Main. Hallo, Herr Pfaff, ich grüße Sie. Hallo, ich grüße Sie auch. Ich freue mich auch auf das Gespräch. Wir haben auch einen ganz besonderen Anlass, wo wir Sie um Ihre Meinung und Ihren Rat bitten möchten. Aber zunächst mal zu Ihrer Person. Sie sind Apotheker, glaube ich, von Hause aus, ne? Das ist korrekt. Ich bin Apotheker und hatte 25 Jahre allerdings in der pharmazeutischen Industrie gearbeitet, im Bereich Onkologie, hatte dann meine Diagnose Multiples Myelom bekommen. Das ist ein Stadium 1, wo ich alle 3 Monate zur Kontrolle muss, um zu checken, dass die Datenwerte nicht schlechter werden. Und habe leider dann auch aus persönlichen Gründen entschieden, wieder zurück in die Apotheke zu gehen. Und da sind Sie jetzt auch in Frankfurt tätig und Sie sind Vorsitzender, wie gesagt, der Leukämiehilfe Rhein-Main, erster Vorsitzender. Ich habe mal auf Ihre Homepage geschaut, die ich sehr schön finde, und da ist ein schöner Spruch mir entgegengekommen: Das Leben leben, nicht die Krankheit. Schönes Motto. Das ist auch das, was wir versuchen, unseren Patienten mitzugeben, die Ängste zu nehmen und das gemeinsam zu versuchen zu verarbeiten. Ich meine, so eine Diagnose ist ja immer ein Vakuum, in das man geworfen wird ist im Anfang auch mit Hilflosigkeit betrachtet. Und von daher Mut machen, positiv denken, das ist eine wichtige Sache. Was sind denn so die Hauptaufgaben und die wichtigsten Ziele Ihrer Patientenorganisation? Ja, also wie ich gesagt habe, die Patienten und deren Angehörige, das ist auch immer wichtig mit zu berücksichtigen, sind behaftet mit Ängsten. Und wir versuchen in Gesprächen mit den Betroffenen in Gruppen das gegenseitig zu verstehen, was da passiert. Wie machen wir das? Wir unterstützen das natürlich auch durch Informationen, durch zahlreiche, vor allem aber laienverständliches Infomaterial, durch offene Gespräche untereinander, durch Unterstützung bei Aktionen zur Suche und Finanzierung von Stammzelltransplantationen, Zusammenarbeit mit anderen Selbsthilfengruppen und auch die Vermittlung von adäquaten Beratungsstellen. Das sind nur einige Elemente, mit denen das versucht wird. Es gibt ja viele Selbsthilfegruppen. Kann ich mir Ihre Organisation auch so ein bisschen als eine vernetzende Dachorganisation vorstellen? Ist das so? Nein, Dachorganisation würde ich nicht sagen. Es heißt ja Leukämiehilfe Rhein-Main. Mhm. Wir haben aber Mitglieder aus dem ganzen Bundesgebiet, sodass wir auch mit anderen Selbsthilfegruppen zusammenarbeiten, auch im Ausland, zum Beispiel mit der MPE, was den Bereich Myelom angeht, Myelom Patients Europe. Da sind viele Kontakte, und das möchte ich gerne hier auch nochmal erwähnen, durch die Frau Waldmann, die diese Organisation gegründet hat, geknüpft worden sind. Der Begriff Leukämiehilfe könnte so ein bisschen in die Irre führen, denn es geht, wenn ich Ihre Homepage richtig interpretiere, keineswegs ausschließlich um Leukämie. Auch nicht nur um akute oder chronische Leukämien, sondern durchaus auch um Lymphome, also Lymphdrüsenkrebserkrankungen, um Störungen des Knochenmarks, myelodysplastische, myeloproliferative Syndrome, um letztendlich das ganze Spektrum der, wie wir sagen, hämatologischen Systemerkrankungen, zu denen auch das multiple Myelom gehört, an dem Sie selber erkrankt sind, wie Sie vorhin sagten. Das heißt, Sie haben eine Organisation, die dieses ganze Spektrum hämatologischer Krankheitsbilder abdeckt. Das ist völlig korrekt. Sie haben mit Ihrer Aussage durchaus recht. Aber es ist ja häufig so, dass historisch ein Name gefunden wurde, der dann erweitert worden ist durch weitere Erkrankungen oder weitere Patienten, die gekommen sind. Es ist auch interessant, wir kriegen viele Anfragen auch von anderen Selbsthilfegruppen, die schauen, wie machen die denn das? Sie hatten unsere Internetseite erwähnt. Da versuchen wir natürlich auch up-to-date zu sein und live verständlich Informationen weiterzugeben. Ja. Sie selbst haben innerhalb dieser Organisation noch eine sogenannte Myelomgruppe, wo Sie sich speziell mit dem multiplen Myelom und den verwandten Erkrankungen, sage ich mal, beschäftigen, ne?
Das ist richtig, ja. Das ist eine Gruppe, die trifft sich alle Vierteljahr. Vor Corona war das natürlich immer in einem Restaurant, wo man sich gegenüber gesessen hat. Jetzt in der Corona-Zeit war das virtuell und da möchte ich gerne auch ein kleines Problem ansprechen, das man immer bei diesen hämatologischen Erkrankungen berücksichtigen muss. Das sind in der Regel ältere Leute, die daran erkranken. Ja. Und das ist ganz wichtig zu verstehen, dass ältere Leute mit dem Internet nicht so vertraut sind wie Jüngere. Ich gebe Ihnen gerne ein Beispiel. Wir haben über 300 Mitglieder. Von diesen über 300 Mitgliedern haben nur 200 überhaupt einen E-Mail-Account. Das heißt, es ist von daher auch immer wichtig, Papierform weiter zu benutzen. Ja. Absolut. Der Grund, warum wir Sie eingeladen haben, ist, dass wir einfach mal so ein bisschen von Ihnen auch Meinung und Stimmung im Hinblick auf sogenannte Generika hören möchten. Generika sind ja 1:1 Präparate, die sozusagen das Original ersetzen können, gleich wirksam, was Wirksamkeit und Sicherheit angeht. Trotzdem wäre die Frage, wie kommen denn Generika bei hämatologischen Patienten an? Ist das überhaupt ein Thema, über das Sie diskutieren? Das ist ein sehr untergeordnetes Thema, muss ich sagen. Wir hatten aber das zum Anlass genommen, auch mal nachzufragen. Und da sind Sachen aufgekommen, die man ernst nehmen sollten. Sie sprechen davon, dass es die gleiche Wirksamkeit ist. Das sollte so sein, aber Patienten haben doch Bedenken. Sie haben Bedenken, sind es die gleichen Nebenwirkungen, sind es die gleichen Wirkungen? Warum soll ich ein in Anführungsstrichen schlechteres Medikament nehmen? Was ist mit der Formulierung? Tabletten können anders aussehen. Es wurde sogar konkret ein Beispiel genannt, wenn ein Generika zum Beispiel eine größere Tablettenform hat, dann hat man dort größere Schluckbeschwerden. Das ist durchaus ein kleiner Punkt, aber es ist auch ein Punkt der Lebensqualität. Ja? Das heißt, es ist da ein großer Informationsbedarf, den ich hier sehe, zur Aufklärung notwendig. Es handelt sich in aller Regel ja oder in den meisten Fällen um Tabletten, sogenannte niedermolekulare Medikamente. Das heißt, sie sind klein von der Molekülstruktur her, sodass man sie eben auch fast 1:1 nachbauen kann. Was unterschiedlich ist, ist natürlich die Galenik. Sie können das unterschiedlich pressen, in kleine, in große. Aber letztendlich müssen all diese Präparate ja in sogenannten Bioäquivalenzstudien getestet werden und müssen sozusagen eine äquivalente Bioverfügbarkeit nachweisen. Und dann sind sie tatsächlich in Wirksamkeit und Sicherheit in der Regel genauso gut wie das Original. Und insofern fragen wir Ärzte uns oft, warum es solche Vorbehalte auf Patientenseite gibt. Völlig andere Nebenwirkungen können sie nicht machen, weil es sind letztlich die gleichen Moleküle. Andere Wirksamkeiten können sie ja auch nicht machen. Was ist denn so die Hauptsorge bei den Patienten? Ich denke, eine Hauptsorge ist, dass Generika andere Zusatzstoffe haben und da eine gewisse Unsicherheit herrscht, was machen diese Zusatzstoffe mit dem eigentlichen Wirkstoff. Sie sprachen von Bioäquivalenzstudien, das ist völlig korrekt, ja. Aber man weiß, dass es auch durchaus in der Bioäquivalenz Bereiche gibt, die nicht 100% bioäquivalent sind, sondern ein Bereich von 90 bis 110. Was hat das für eine Einwirkung, speziell für Patienten mit geschwächten Immunsystemen? Kann sich da etwas potenzieren? Also da ist durchaus eine Angst da, eine die man nicht unterschätzen sollte. Ja. Wir haben uns ja im Alltag an viele Generika gewöhnt, zur Schmerztherapie, Magenschutzpräparate zum Beispiel, Cardiaca, die das Herz unterstützen. Da wird kaum darüber geredet, ob das Original oder Generikum ist. Es wird schlicht und einfach akzeptiert. Ist das in Onkologie und Hämatologie anders, sagen Ihre Mitglieder in der Patientenorganisation, etwas dazu oder stellen Sie kritischere Fragen, als das, sagen wir mal, in der Allgemeinbevölkerung bei allgemeinen Medikamenten der Fall ist?
Ich denke schon. Also ich hatte vorhin erwähnt, es ist zurzeit eher ein untergeordnetes Thema, aber wenn es darauf zu sprechen kommt, dann will man ja gerade in einer lebensbedrohlichen Situation das beste Medikament haben. Und man fragt sich, das ist so, ich denke, ein psychologisches Phänomen, dass man denkt, mit einem Generikum kriegt man nicht das Beste, das auf dem Markt verfügbar ist für meine persönliche lebensbedrohliche Erkrankung. Diese Angst kann man nehmen, denke ich, ja, aber Ja, dazu absolut. bedarf es laiengerechte Erklärung, Aufklärung. Ja. Also ich kann aus meiner klinischen Erfahrung voll bestätigen, was Sie sagen. Ich habe über 20.000 Krebspatienten behandelt mit allen möglichen Medikamenten, natürlich überwiegend Infusionen. Aber wenn man jetzt mal nur die Tablettentherapie nimmt, das waren auch viele Tausend. Und ungefähr ein Viertel der Patienten fragte, sobald es Generika gab, kann ich das nehmen? Ist das genauso gut wie das Original? Und in fast allen Fällen genügte eine Aufklärung von uns Ärzten, wenn wir gesagt haben, ja, ist genauso gut, ist äquieffektiv, wirkt genauso, macht die gleichen Nebenwirkungen, keine Bedenken, dann war das okay. Diejenigen, die auf einem Original bestanden haben, die kann ich an einer Hand abzählen. Das war ganz, ganz selten. Also kann ich mir fast noch persönlich an die Einzelnen erinnern. So selten war das. Und trotzdem müssen wir jetzt neu diese Frage stellen, weil aktuell ein sogenanntes immunmodulatorisches Medikament als Generikum auf den Markt gekommen ist. Das gab es schon länger von einem Originalhersteller. Und jetzt kann das generisch nachproduziert werden. Alles gut. Aber das ist ein besonderes Medikament, was eben auch auf einem Spezialrezept verschrieben wird, einem sogenannten T-Rezept. Und da wäre die Frage, weil dieses Medikament auch zum Beispiel bei der Erkrankung, die Sie haben, beim multiplen Myelom oder beim myelodysplastischen Syndrom oder bei verschiedenen Non-Hodgkin-Lymphomen zum Einsatz kommen kann, ob das für die betroffenen Patientinnen und Patienten eine Herausforderung sein könnte, wenn das jetzt generisch wird. Ich denke, das wird eine Herausforderung sein. Sie sprachen von Ihrer Erfahrung in der Klinik. Die Klinik ist etwas anderes als der Alltag. Im Alltag spielt die Compliance eine andere Rolle als in der Klinik. Medikamente, die im Alltag in der Erhaltungstherapie eingenommen werden, als Beispiel, da kommt die wirklich persönliche Compliance auf eine andere Stufe. Und da ist es eben wirklich wichtig, nicht nur zu sagen, das Medikament ist vergleichbar, sondern auch konkrete Informationen zu geben, warum ist es wirklich, hat es die gleiche Wirkung, warum sind die gleichen Nebenwirkungen zu erwarten, warum ist die gleiche Äquivalenz zu ertragen. Eine Sache, die mir in den Sinn kommt, wäre auch, dass man versucht zum Beispiel vielleicht zu erklären, wie wird denn ein Generikum zugelassen? Was für Studien werden denn da gemacht, damit der Patient wirklich Informationen hat zu verstehen, das ist vergleichbar. Das kann ich guten Gewissens für mich nehmen. Welche Form der Aufklärung finden Sie denn am besten? Da müssen wir uns ein bisschen auch gucken, über wen sprechen wir. Wir sprechen über Patienten mit hämatologischen Erkrankungen. Das sind in der Regel eben ältere Personen und da ist es wichtig, neben elektronischen Formaten auch das Papierformat zu erwähnen. Ich denke hier zum Beispiel an einen einfachen Flyer, den man machen könnte, wo man das erklären könnte. Ich denke auch, wie wir in der LHRM haben sogenannte Stammtische. Da laden wir auch entsprechendes Fachpersonal wie Ärzte, Psychologen, Ernährungswissenschaftler ein, dass man zu solchen Veranstaltungen jemanden kommen lässt, der das, ich wiederhole mich, ich weiß, laiengerecht erklärt. Ja. Sie sprachen vorhin die Compliance an. Also meine persönlichen Erfahrungen, um das kurz nochmal aufzugreifen, sind keine Klinikerfahrungen, sondern Praxiserfahrungen. Ich habe überwiegend ambulant Hämatologie und Onkologie gemacht und wir hatten praktisch nie Probleme mit Generika. Deswegen überrascht mich das ein bisschen, aber ich kann natürlich verstehen, dass es im Hinblick auf so ein ganz neues immunmodulatorisches Medikament sorgfältig abzuchecken gilt, was muss man eventuell den Patienten noch anzusetzen. Zusätzlichen Informationen anbieten.
Wie sind Ihre Erfahrungen mit digitalen Gesundheitsanwendungen? Es gibt ja jetzt diese Apps zur Compliance- und Adhärenzverbesserung. Die Erfahrung zeigt, dass am Anfang da eine Art Hype drum gemacht wird, aber das auch nicht so genutzt wird, wie man sich das zurzeit wünscht. Teilweise sind es auch technische Schwierigkeiten, die Patienten dann sehr schnell davon abkommen lässt. Ja. Also ich nehme mal mit, Herr Pfaff, dass Sie es für sehr wichtig halten, auch zusätzliche Aufklärung zu betreiben im Hinblick auf Generika, wenn es sich um besonders hochwirksame, eben auch auf Spezialrezepten zu verordnende Medikamente handelt. Sie wünschen sich am ehesten, sagen wir mal, klassische Formate wie Flyer, Aufklärungsveranstaltungen und so weiter. Gibt es sonst etwas, was Ihre Organisation sich speziell wünscht von den ärztlichen Fachgesellschaften oder von der pharmazeutischen Industrie? Da gibt es einige Wünsche, die mir einfallen. Also ganz wichtig ist, dass man klare Ansprechpartner bei Ärzten, Kliniken, anderen Selbsthilfegruppen, nehme ich da nicht aus, hat. Ich komme leider auch nicht drum herum zu erwähnen, dass natürlich auch Spenden ein wichtiger Faktor für Selbsthilfegruppen sind. Ansonsten hatte ich erwähnt, dass laiengerechte Erläuterungen wichtig sind. Wir hatten das Thema eben gehabt, Zulassung von Generika. Das ist, denke ich, ein ganz wichtiges eben. Und was mir auch noch vielleicht im Zusammenhang mit Generika und Wünschen einfällt, ist, vielleicht wäre es auch wichtig, die Vorteile oder den Nutzen eines Generikums zu erklären, damit man ein Verständnis hat, das macht durchaus Sinn, das zu geben. Wichtig vielleicht auch noch als Wunsch wäre mir auch immer auch an die Angehörigen zu denken, die auch mitzunehmen auf dem Weg, die Ängste in solch lebenskritischen Situationen zu nehmen. Schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Pfaff. Meine Damen und Herren, das war Dr. Ottmar Pfaff, erster Vorsitzender der Leukämiehilfe Rhein-Main zum Thema immunmodulatorische Generika bei hämatologischen Systemerkrankungen. Vielen Dank, Herr Pfaff. Alles Gute Ihnen persönlich und toi 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 auch für Ihre Organisation. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss.